Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online hier am heutigen Tage. Ihr seht es direkt schon, das Lenkrad hier ist aufgebaut und der Herr Ingame bewegt sich auch schon. Ich muss aber jetzt erstmal das Mikrofon ein bisschen hier hin machen, denn wir haben ein Kundenfahrzeug hier und das müssen wir jetzt erstmal modifizieren. Es gab ja ein Update in GTA Online, großes würde ich mal behaupten. Und jetzt können wir hier einfach von Kunden, die in der eigenen gekauften Werkstatt, ja, tun die Kunden in unserer Werkstatt hier ihre Autos abstellen und wir müssen die dann eben für diese modifizieren. Da steht dann auch unten, was wir alles machen müssen, zum Beispiel Turbo-Tuning, eine Sportfederung rein. Man kann natürlich auch abweichen, das kommt manchmal meistens nicht so gut an, aber ich hatte es auch schon mal, wo ich es noch nicht verstanden habe am Anfang, achso, Straßengetriebe, ups, da kam es gut an, da habe ich einen fetten Bonus bekommen. Heckstoßstangen, das machen wir ganz mal und ich habe auch eine Methode gefunden, wie ich in GTA Online mit meinem Lenkrad fahren kann. Das geht in GTA 5 und in GTA Online, das ist komplett egal. Wo sind denn hier die Spiegel? Ach, hier unten. Wir brauchen Retro-Spiegel. Hier sind die. Hä? Habe ich ja noch nie gesehen, dass die da oben rumhängen. So, Auspuff, 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 Doppelauspuff. Und da müssen wir, glaube ich, nur noch abbrechen. Reifen, Felgen, Typ Tuner haben wir hier. Und so, Kuscher. Okay, dann müssen wir das Ganze hier mal bestätigen. 20.000. Und selbst liefern natürlich. So. Jetzt können wir das vom Personal liefern lassen. Das ist weniger. Oder wir liefern das selbst. Und jetzt gebe ich mal Gummi. Funktioniert alles. Super. Es war gar nicht mal so leicht, das Lenkrad im Spiel so zu integrieren. Aber ich habe es dann doch über ein paar Umwege geschafft. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Tutorial darüber mache, wie man das Lenkrad in GTA Online nutzen kann, so wie auf dem normalen GTA 5, dann könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mal im nächsten Video darüber. So schwer ist es nicht, aber man muss da schon ein bisschen rumspielen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach, geht eigentlich ganz fix. Aber da muss man auch schon ein bisschen suchen. Und wir haben sogar hier einen relativ kurzen Weg, sonst muss ich immer den Freeway nutzen. Und hier steht einfach so ein Auto, was wahrscheinlich irgendjemand gehört. Okay, dann einmal rechts. Ihr könnt es ja auch sehen, dass ich hier das Auto fahre. Es gibt eine kleine Death Zone, das heißt, hier das bisschen so, da passiert nichts, erst wenn ich ein bisschen weiter umlenke. Da muss man sich erstmal gewöhnen, aber wenn das halt gewohnt ist, dann kann man damit auch gut fahren. Und es macht auch dann echt Bock, vor allem mit den Rennen und Sportwagen auf dem Freeway. So, hier, nee, das war zu früh. Bis hier wahrscheinlich. Fuck me! Nee, gerade nicht, später vielleicht. So, da wären wir hier auch. Und dann kommt irgendwie immer derselbe oder eigentlich immer andere Typen. Aber wir müssen wahrscheinlich immer zu denselben Orten. Da waren sie noch nicht so kreativ. Und dann haben wir 40.000 für das bisschen Arbeit bekommen. Finde ich auf jeden Fall eine super Methode, Geld zu verdienen. Und das wäre es auch mit dem kurzen Video gewesen. Wenn ihr ein Tutorial haben wollt, wie man das Lenkrad in GTA Online nutzen kann, dann lasst gerne mir Feedback dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!